Jeder von uns trägt seinen Teil zu der wirtschaftlichen Aktivität bei. Die Wirtschaft hat also eine Ähnlichkeit mit uns selbst. Sie erlebt Höhen und Tiefen und unterliegt Konjunkturzyklen, wie es im Fachjargon heißt. Im Allgemeinen redet man von Rezession, wenn das Wirtschaftswachstum während wenigstens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen negativ ist. Dieses Phänomen tritt in regelmäßigen Abständen auf. Kühlt die Wirtschaft während eines längeren Zeitraums stark ab, spricht man von einer Depression, der akuten Form der Rezession. Glücklicherweise kommt dieses Phänomen aber viel seltener vor.